Hey, DJ hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay! Und zwar gibt es schon wieder was zu feiern, beziehungsweise schon wieder nicht, aber es gibt etwas zu feiern. Und zwar mein Army-Jubiläum. Ich bin jetzt nämlich seit einem halben Jahr Army, also 6 Monaten. Angefangen hat es allerdings schon vor einem Jahr, also im November 2017. Und zwar bin ich da mit einer Freundin zur Tanzstunde gegangen und davor war ich immer noch bei meinen Großeltern, haben Mittag gegessen, nach der Schule. Und die Zeit, bis wir eine Tanzstunde hatten, hat sie praktisch damit verbracht, mir die Choreografie von Go-Go beizubringen. Und ja, wir haben währenddessen auch ein paar von Run BTS angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr so genau welche, aber jedenfalls haben wir welche angeschaut. Und ja, dann habe ich vom 24. auf den 25. Mai bei übernachtet in den Ferien. Und da haben wir noch mehr Videos angeschaut von BTS. Und ja, sie hat es mir auch bestätigt, dass ich jetzt praktisch da an diesem Datum Army geworden bin. Das ist richtig. Und ja, von da an habe ich ein paar viel mehr Videos angeschaut noch von BTS. In letzter Zeit kam ich leider nicht so häufig dazu. Wegen Schule und so. Ihr wisst ja, Nachmittagsschule. Also ich habe 3,5 Mal die Woche Nachmittagsschule. Also Montag, Dienstag und Mittwoch Nachmittagsschule. Donnerstag nicht. Und Freitag alle 2 Wochen. Und genau, da bin ich dann nicht so viel dazu gekommen. Auch mit Hausaufgaben, GFS, Boki und all diesem Quark. Und genau, aber ich habe dann ein Album geschenkt bekommen. Nämlich die linke Version von You Never Walk Alone. Das habe ich mir so sozusagen gewünscht und ja, das ist das erste Album von BTS, das ich hier in den Händen halte. Das ist auch das erste, Preis, also was ich halt bekommen habe. Genau, ich habe es geschenkt bekommen und ich würde es gerne heute zu meinem Jubiläum mit euch gemeinsam anschauen und dazu wechseln wir mal die Perspektive. Ich habe jetzt mal die Perspektive gewechselt, genau. Ich würde sagen, ja, wir starten mal mit der Vorderseite, also Vorderseite, Seitenseite. Jetzt ist wieder das Problem mit dem Scharfstellen. Genau, also hier sieht man so die Seite. Der Radikett macht das die linke Version. Dann steht hier dran noch nochmal der Titel. BTS, You Never Walk Alone. Dann haben wir hier die Rückseite mit einem wunderschönen Bild. Inzwischen ist es schon ein bisschen dreckig geworden. Ah, das regt mich auf. Aber ich kann es mal nicht ändern. Weil ich glaube, wenn man jetzt putzt würde mit Wasser oder so, das würde noch schlechter aussehen, schlimmer ausgehen, genau. Dann gibt es hier unten noch ja, dieses Symbol, noch mal ein bisschen Schrift und ja, ein wunderschönes Bild mit allen 7 Jungs. Okay, ja, starten wir mal vorne. Also erstmal eine leere Doppelseite und dann, ja, hier sieht man dann dieses Bushäuschen. Dann kommt hier auf der Seite das Inhaltsverzeichnis mit den Liedern. Und genau. Ich finde es so witzig mit Namjoon, mit dem Lolli. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie. Es sieht schon gut aus, klar, aber witzig finde ich, es trotzdem. Genau. Jin. Jin, J-Hope und Jimin. Ich finde die Bilder an sich auch voll schön, so irgendwie. Er hat so ein bisschen dieser Ausdruck so von Sehnsucht und ja. Aber es ist schon knuffig hier so mit Jimin und. Aber diese Jacke hier, die ist voll flauschig bestimmt. Wahrscheinlich würde ich mich dann so im Winter, wenn es kälter wird, also so wie jetzt, würde ich mich wahrscheinlich den ganzen Tag darin einkuscheln wollen. Dann kommt hier noch ja, dann die Lyrics von den Liedern. Los geht's halt mit dem Intro, Boy Meets Evil. Das ist von J-Hope, das Intro. Ich finde auch Sugars Haare voll schön. Also so dieses Schwarze mit so einem blauen Strähnchen drin.
Stimmt schon. Krass, Chang hat da auch ein paar Strähchen drin, so rote, so ein bisschen. Ja, Cookie. Meins. Ja, Cookie ist mein Weiß. Okay. Und ja, der Weiß von Mom, also von meiner Mutter, ist Namjoon. Deswegen, ich finde es irgendwie voll passend. Hier ist auf einer Doppelseite mein Weiß, der Weiß von meiner Mutter. Ja, me. Wie ist auch mein Bias Tracker? Für alle, die das noch nicht wissen und die es interessiert. All diese Stulpen, ich glaube, so nennt man die Dinger, die sehen auch voll kuschelig aus irgendwie und weich und angenehm. Und noch mehr Lyrics. Ach ja, das Abo ist richtig schön geworden, finde ich. Jetzt sind sie auf dem Dach, genau. Die Fotos haben sie ja auch verwendet bei Season 2 von Run, BTS. Die teilweise Einzelfotos halt für dieses Intro. Ich glaube, es ist immer eine Frequenz mit Fotos von hier, also aus dem Shooting, aus den Shootings in dem Album. Und dann noch, glaube ich, ein anderes, wenn ich mich nicht täusche, von der rechten Version. Also einmal die linke Version und einmal die rechte Version. Ah, diese Bilder sind so krass gut geworden. Das ist irgendwie. Ja. Ihr merkt schon, mir fehlen schon wieder die Worte. Aber wenn ich einfach nur diese Bilder anschaue, obwohl ich sie jetzt bestimmt schon 10.000 Mal gefühlt gesehen habe, trotzdem. Diese Jacke sieht so richtig flauschig aus, wirklich, Leute. Ja, das ist eins von meinen Lieblingsbildern hier. Also das mit dem Papierflieger auch. Die sehen alle so gut aus, aber. Ah, mein Beiß Record. Auf einem Bild. Mein Herz. Ja, klar, das hier ist. Also, das war ich sicher, dass es in Run BTS mit drin ist. Und hier nochmal ein Gruppenfoto. Oh Mann, die sehen so gut aus. Sugar! Sugar und Jimin. Auf einem Haufen. Oh Mann. Halt auf einem Bild. Wo ich so angefangen habe, also dann. Ja, mein Bias rauszusuchen, sozusagen. Also Jungkook ist mein Bias geworden durch Dope. Und ja, wegen diesem hammer super geilen Auftritt. Und ja, mein Bias-Tracker konnte ich mich ewig nicht entscheiden. Ich bin die ganze Zeit gespannt zwischen V und J-Hope. Und ja, letztendlich ist es dann V geworden, aber die Entscheidung ist mir richtig schwer gefallen.
theoretisch können ja auch noch mehrere Bias-Wrecker sein. Also J-Hope will ich auf alle Fälle dazuziehen und Namjoon inzwischen auch. Am Anfang mochte ich ihn gar nicht so sehr, aber inzwischen mag ich ihn richtig dolle. Ja, und dieses Nachtschuling sieht auch richtig schön aus. Und auch so mit den Kerzen und so. Django hat hier eine andere Jacke an. Und ja, Jin glaube ich auch. Und so, aber die anderen haben auch ihre Jacken von den anderen Shootings an. Genau, und jetzt kommen wir noch zu den Danksagungen. Die Bilder finde ich auch voll schön. Auch wenn mir das Rot nicht so besonders gut gefällt, aber die sind trotzdem super gut geworden. Namjoon hat nur so einen kurzen Text. J-Hope. Jimin so lang. Mimi. Und Jungkook. Und dann noch ein Abschlussfoto. Ja, das sieht ja auch richtig schön aus, dieses Foto. Seven boys sitting on a bench. Und es ist gerade etwas zum Vorschein gekommen. Und zwar, also hier hinten sind nochmal so die Credits. Und ja, da habe ich hier einmal noch so einen Infozettel. Und genau, da die Fotokarte. Von hinten. Und von vorne. Ja, wie? Das sieht auch so richtig süß aus. Ich bin auch so ein bisschen verschlafen, aber irgendwie... Oh. Richtig, richtig schön. Genau. Vorsichtig wieder zurücklegen. Genau, und dann kommt hier noch die CD. Die ist jetzt in so einer Lasche drin und... So sieht die von vorne aus. Also auch mit dieser Bushaltestelle wieder. Und dann von hinten wie die ganz normale CD. Genau, hier am Rand steht auch noch halt drauf so Big Hit Entertainment. Und dann Cooperation, Korea, Warning, All Rights Received, Unauthorized. Duplication and Rent is forbidden, printed in Korea. Ja, das hat noch so ein paar Hinweise. Hier unten noch Big Hit Entertainment. Genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie oft ich jetzt schon angehört habe, aber schon sehr oft. Und, genau. Meistens mache ich so, dass ich früh, wenn ich so aufstehe und absolut keinen Bock habe, dass ich dann irgendeine CD von BTS anhöre und ja, mit Musik geht doch alles besser. Und hier nochmal die Rückseite. Ich finde, das ist auch eins mit von den schönsten Fotos geworden. Ich glaube, ich kann das Album stundenlang anschauen. Aber leider habe ich nicht stundenlang Zeit und genau. Ich wechsle dann mal wieder die Perspektive. Bis gleich. Tschüssi. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Album mit mir anzuschauen. Ihr könnt mir mal unten reinschreiben in die Kommentare, welche Fotos ihr am schönsten findet. Oder auch welche Version, ob ihr jetzt die linke oder ob ihr die rechte Version besser findet. Beziehungsweise auch, wer euer Bias ist und Bias Tracker. Damit ich euch ein bisschen besser kennenlerne. Genau, ja. Mein Bias ist, wie ihr inzwischen schon wisst, an Jungkook und mein Bias-Tracker ist Wie. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass ich von Eve die Fotokarte bekommen habe. Genau, nichtsdestotrotz ist dieses Video jetzt leider auch schon zu Ende. Gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, auch für dieses wunderschöne Album hier. Und ja, vergesst nicht den Kanal irgendwo um mich herum zu abonnieren. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!